Moin Volkspark, es ist wieder soweit. Hier ist der Spielbericht zum 15. Spieltag. Der erste FC Nürnberg gegen den Hamburger Sportverein. Moin Volkspark, Auswärtsspiel in Franken und wir können uns direkt beim Aluminium bedanken. Doch 3 Minuten später schlägt die Kugel dann ein. Ausgekontert in der Mitte lässt man Nürnberger allein. So einfach kann es sein, die Reaktion muss folgen. Vor der Pause kannte Rodde ja das Zuspiel vergolden. Auf der Gegenseite rettet uns Ambrosius stark. Halbzeitpause und ganz ehrlich, damit endet der Tag. Denn in der zweiten Hälfte schlafen praktisch alle ein. So fährt man nach 4-7 mit einem Unentschieden heim. Leistungsgerecht ist auch eigentlich nicht schlimm. Doch was fehlte, war der unbedingte Wille zu gewinnen. Nicht voll ins Risiko gehen, kann ich ja noch verstehen. Aber Rückpassstaffetten will wohl niemand so sehen. Trotzdem bin ich mir sicher, die Steigerung wird kommen. Was meint ihr? 2 verloren oder einen Punkt gewonnen? Warum wechselt der nicht früher? Was macht Ulreich denn da? Zu wenig Tempo am Ball und dieser Sky-Kommentar. So ist der HSV, kritisieren ist leicht. Über allem schwebt die Angst, dass es wieder nicht reicht. Warum wechselt der nicht früher? Was macht Ulreich denn da? Zu viele Pässe ins Leere, wir gehen unter dies Jahr. So ist der HSV, kritisieren ist leicht. Und über allem schwebt die Angst, dass es wieder nicht reicht. Doch kurz in eigener Sache, ich will gar nicht viel sagen. Doch wer die Freiheit genießt, muss auch Verantwortung tragen. Ein schmaler Grat in diesen Tagen, das checkt nicht jeder. Zwischen Pressevertreter und Hexenjäger, denn es ist so reizvoll. Das Spiel mit der Verschwörung, statt zu differenzieren, wählt man lieber die Verblödung. Automatisch reagieren alle wieder mit Empörung. Aber Hass und Gewalt sind wirklich niemals eine Lösung. Mal ehrlich, die könnten nicht so gut davon leben. Wird's da draußen nicht leider genau das Publikum geben? Die Sprache und der Umgang, sie verrohen schon seit Jahren. Deshalb müssen wir uns alle bei sowas hinterfragen. Gleich könnte jetzt klagen, diese Zeitung ist scheiße. Doch das ist nur Populismus und genau die Art und Weise, von der wir alle sagen, dass sie nicht in unsere Welt passt. Fußball ist und bleibt ein Spiegel der Gesellschaft. Elvis.